Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Ich wollte heute mal das Würstchen-Gulasch mit Gabelspaghetti verfilmen. Und da wollte ich euch mal zeigen. So, wir legen los. Eine Zwiebel, die habe ich geviertelt. Und 150 Gramm Möhren. Die habe ich in große Stücke geschnitten. So, wir eine rein. So, und das Ganze jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5. Zeige es euch. Schiebe es erst noch mal ein bisschen nach unten. So sieht es aus. Gut. So, geht's weiter. 20 Gramm Öl. Ich fülle das jetzt so ein. So. Vier Minuten. Varoma. Stufe 1. So, jetzt ist das Andünsten fertig. Ich zeige es euch. So, aua. Das war jetzt heiß. So sieht's aus. Habe ich mich am Topf verbrannt. So, jetzt geht's weiter. Pizzatomaten eine Dose. 400 Gramm. Und dann kommt jetzt 650 Wasser. So. Ein bisschen mehr, aber das ist nicht so schlimm. Kommen ja noch Nudeln rein. So, 2 Teelöffel Salz. Zwei Teelöffel Gemüsebrühe oder ein Würfel Gemüsebrühe. Und Paprika, 1 Teelöffel. Ich mache das jetzt so nach Gefühl. So, und Pfeffer, einen halben Teelöffel. So. Und das Ganze jetzt 8 Minuten. Minuten, 100 Grad und Stufe Linkslauf und Stufe 1. So, und ich schneide in der Zwischenzeit die Würstchen klein, die da reinkommen, und dann zeige ich euch, wie es dann weitergeht. So, die 8 Minuten sind um. Das erste schon mal warm. So sieht's aus. Und jetzt kommt der Rest rein. So, 250 Gramm Gabelspaghetti, aber ich nehme nur 200 Gramm, weil die noch sehr aufquellen.
Ja, das ist der Rest. Jetzt muss ich hier noch andere Sachen reintun. Das ist 115 geworden. So. Und eine kleine Dose Erbsen. Ich nehme immer diese. Ihr könnt auch TK-Erbsen nehmen, aber ich habe immer diese kleinen im Haus. So. Und jetzt kommt eine Dose Würstchen rein. Wiener. Ich nehme immer von dieser Größe so. Das sind so Saftbockwürstchen. Ich tue allerdings auch zwei Dosen rein, weil wir ein bisschen mehr Würstchen mögen. Und vor allem, es ist ja auch ein Wurstgulasch, da kann ja ruhig ein bisschen mehr Würstchen drinne sein. So. Und jetzt das Ganze nochmal anstellen. Und zwar auch wieder 8 Minuten. Auch wieder 100 Grad. Linkslauf. Stufe 2. Nee, falsch. Das war falsch. Also 8 Minuten, 100 Grad, Linkslauf und Rührlöffel. Entschuldigung. Rührlöffel müsst ihr anmachen. So, jetzt ist es fast fertig. Es braucht nur noch ein bisschen Sahne rein. Laut Rezept soll man Creme Fine reintun. Das tue ich auch, die 7%ige. Ihr könnt auch die 15%ige oder halt auch richtig Sahne reintun. Könnt ihr auch. Oder man kann es auch mit Milch machen, so wie es jeder möchte. So sieht es jetzt aus. So, jetzt tue ich noch Creme Fine rein. 50 Gramm. So, und jetzt noch mal 3 Minuten. Wenn ihr da was tapsen hört, das ist unser Hund. Der bewegt sich jetzt von einem Zimmer zum anderen. 90 Grad. Linkslauf und Stufe 2. Hier war das jetzt mit Stufe 2. So, wenn es fertig ist, wenn das jetzt fertig abgekocht ist, dann richte ich es gleich auf den Teller an und dann zeige ich es euch angerichtet, wie es aussieht. Guckt mal, so sieht es fertig angerichtet aus. Wir lassen es uns schmecken. Ich zeige es euch mal, wie es dick ist. Guckt mal, so sieht es aus. Wie gesagt, das ist für 200 Gramm eigentlich Nudeln völlig ausreichend, weil die Nudeln dicken voll noch nach. Ne? Wie gesagt, wir werden es uns schmecken machen lassen. Uns schmeckt das immer richtig super klasse. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das ja mal nachkochen und vielleicht einen Daumen nach oben geben und vielleicht ein Abo, mich abonnieren. Das wäre ganz nett. Wie gesagt, wir lassen es uns schmecken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!